Hallo liebe Armbrustschützen und bitte aus Solidarität auch liebe Bogenschützen. Dieses Video ist jetzt extrem wichtig für die Zukunft der Armbrüste in Deutschland. Und es ist auch dringlich, weil die Bundesregierung plant, das Waffengesetz zu überarbeiten. Und zwar hat die Landesregierung in Hessen, also ich habe hier eine Zusammenfassung vom Deutschen Schützenbund, die Landesregierung in Hessen hat also im Kabinettsentwurf losgelassen an die Bundesregierung und die sollen das dann absegnen. Das Waffengesetz soll in dem Punkt geändert werden, dass Armbrüste und Armbrustpistolen zukünftig als Feuerwaffen gelten. Das heißt also, die Dinger müssen registriert werden, man braucht einen Waffenschein dafür und die Dinger gehören dann in einen Schrank eingesperrt und so weiter und so fort und dürfen dann auch noch auf passenden Schießplätzen benutzt werden. Problem bei der Sache ist jetzt erstmal folgendes. Erstmal ist das ein Schießen mit Kanonen auf Spatzen. Warum? Das ist ganz einfach. Wenn man sich mal die letzten 10 Jahre anguckt, stellt man fest, durch Feuerwaffen sind in Deutschland ungefähr 800 Menschen gestorben. Sind 800 zu viel, sind wir uns einig. In der gleichen Zeit sind durch Armbrüste 3 Menschen gestorben. Das sind die, die letztes Jahr dieses Massensuizid gemacht hatten, da in der Richtung von Hamburg. Kann man also da nicht wirklich mit reinzählen, finde ich jedenfalls. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite 800 Leute, da ist mit Waffengewalt getötet worden, und zwar mit legalen Waffen sowie mit illegalen Waffen. Und auf der anderen Seite haben wir Armbrüste, die also mehr als harmlos sind. Und das Problem, was ich dabei sehe, ist, wenn dieses Gesetz jetzt durchgeschaufelt wird, mal abgesehen davon, dass also meine Existenz im Prinzip auch bedroht ist, ich bin ja schließlich auch Armbrusthändler. Problem bei der Sache ist, die Polizei wird also sehr, sehr stark gefordert, dieses Gesetz noch nachzuhalten. Leute, die Polizei hat auch so schon genug zu tun. Wir haben unglaublich viele Leute, die mit illegalen Waffen rumarbeiten und da müssen wir ran. Wir haben eins der strengsten Waffengesetze. Es muss nur umgesetzt werden. Dafür fehlt zurzeit das Personal. Das ist nichts Neues. Deswegen ist die Polizei ja auch dementsprechend so rührig. Die sagen also auch klipp und klar, uns fehlt Personal für die ganze Geschichte, um das nachzuhalten. Und jetzt soll durch dieses Gesetz, durch diese Umsetzung auch noch zusätzlich Personal gebunden werden. Finde ich persönlich okay zum Kotzen. Ganz einfach gesagt. Warum? Ich fühle mich in meiner Sicherheit bedroht. Und zwar deswegen, weil eben diese Kräfte der Polizei abgezogen werden von Bereichen, wo sie eigentlich reingehören. Um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben oder beziehungsweise auf diese Dringlichkeit hinzuweisen, deswegen dieses Video. Und zwar soll diese Abstimmung bereits diese Woche geschehen. Was können wir dagegen machen? Ich habe das Ganze schon gemacht. Und wie gesagt, es gibt dann diesen Schrieb. Den habe ich also bei YouTube auch unten drunter, findet ihr auch auf meiner Facebook-Seite. Und ihr könnt das gerne einfach nur abkopieren und dann schickt das bitte an die entsprechenden Minister des Bundes, die ihr selber gewählt habt. Ja, ihr habt also einen Bundestag gewählt, also Bundestagswahl war. Und dann guckt ihr mal nach, wer bei euch im Bereich eben Minister geworden ist. Und dem schickt bitte diese E-Mail. Also ich persönlich habe das schon gemacht. Meine Dame hier im Umkreis ist die Frau Karliczek, hurra. Die hat also von mir das entsprechende Video schon, das entsprechende Manuskript per E-Mail schon bereits bekommen, den Text. Und entscheidend bei der Sache ist, die Einschränkungen sind eben gewaltig. Wir reden über 1,5 bis 2 Millionen Armbrüste in ganz Deutschland. Das ist eine echt große Zahl. Und die Leute werden jetzt nicht nur vergrätzt, sondern es werden also auch Arbeitsplätze damit geopfert und die Armbrüste, wie gesagt, man muss auf den Schießplatz gehen, aber die Schießplätze, die für Büchsen und Flinten da sind, sind für Armbrüste ungeeignet, weil die oben Prallbleche haben, um eben Kugeln aufzufangen, aber die Prallbleche sorgen auch dafür, dass wenn ich mit der Armbrust schieße, ich die Flugparabel nicht mehr hinbekomme. Pfeile sind ja viel langsamer. So, geht also nicht. Gleichzeitig wird gefordert, Waffenschränke. Ja, große Waffenschränke, wo eine Armbrust reinpasst, die kosten richtig viel Kohle. Und ich bin mir sicher, dass nicht viele bereit sind, dafür Geld auszugeben, für so ein harmloses Gerät. Es ist ein Sportgerät in Deutschland, es ist ein Rettungsgerät in Deutschland. Ich verkaufe also auch an die Bergrettung, die schießen dann mit Armbrüsten
Seile über Seilbahnen drüber, wenn dort gerettet werden muss, ziehen damit dann anschließend Rettungsseile hoch und können dann die Leute damit abseilen. Ich verkaufe auch an Forstbetriebe, die damit über Bäume rüberschießen, um Leinen hochzuziehen und so weiter und so fort. Armbrüste werden also ziemlich vielfältig eingesetzt, nicht nur eben für den Sportbereich. Und das Ganze würde durch dieses Gesetz komplett zerstört. Meine Bitte an euch, wie gesagt, auch die Bogenschützen, wenn ihr euch ein bisschen solidarisch seid, wäre toll. Nehmt diesen Text, ich habe ihn da unten drunter geschrieben, jetzt bei YouTube, Facebook findet ihr ihn auch. Kopiert den eben rein in eine E-Mail, schickt den an eure Bundestagsabgeordneten, dass sie erstmal wissen, was überhaupt passiert. Vor allen Dingen maßgeblich dabei ist, steht hier dann auch natürlich drin, es geht ja nicht nur um die Armbrüste, es geht darum, dass wir 1,5 bis 2 Millionen Schützen haben, die wählen dürfen. Und meine liebe CDU und meine liebe SPD, ihr könnt euch, glaube ich, nicht leisten, dass ihr so viele potenzielle Wähler verliert. Ich sage nochmal, schickt diese E-Mail weg. Vielleicht können wir das Ding abbiegen. Ich hoffe inständig für uns alle, dass wir das abbiegen können. Dann fühle ich mich persönlich sicherer. Nicht deswegen, weil ich eine Armbrust zu Hause habe, sondern weil ich weiß, dass die Polizei ihren wichtigen Aufgaben nachkommen kann. Ich schließe an dieser Stelle und hoffe auf große Resonanz. Verteilt dieses Video bitte auch noch weiter. Ich sage bis denne, euer Norbert.